Fall Guys, let's play! Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, eine Runde bringe ich jetzt noch aus der Session, die ich die Tage angefangen habe. Ich muss einfach das Zeug, was ich damals gedreht habe, jetzt nacheinander raushauen, weil sonst, ja, weiß ich auch nicht. Das war damals ehrlich gesagt ziemlich viel und es gibt aber auch so nicht viel zu erklären. Alles wie gehabt. Und ich schicke euch jetzt einfach in die 162. Solo-Runde. Chronologisch ist es die 226. Episode, das 226. Turnier und wünsche dazu, wie immer, viel Chaos und viel Spaß. So, meine Freunde, neue Runde, neues Glück. Ich finde, ich mache das ganz geil mit dem Leveln. Es ist jetzt auch wieder eine 40er-Runde, es ist normal geworden. Und natürlich weiterhin Team. Nicht so meins, aber was soll's. Vielleicht ist mal ein Sieg drin. Ich habe eine Weekly, bei der ich einen Sieg brauche. Weil ich kann jede EP brauchen, also warum nicht? Hier ist irgendwie die Musik broken. Keine Ahnung, was das ist. Das letzte Team war ja echt gut. Wobei ich mich auch nicht dumm angestellt habe. Aber bei diesem Nashorn und bei diesem Sprungklapp, da konnte man richtig nice einsammeln. Ich bin jetzt fast rein an dem Schwert vorbeigesprungen. Jetzt war ich irgendwie zu weit vorne. Jetzt haben wir hier. Bitte, das Schwert an dem Schwert. Ich hab das gedacht, das ist nicht so ein falsches Wetter. Ich hab das gedacht. Ja, man will natürlich schon mal qualifiziert werden, jetzt sage ich mal, deswegen kann ich jetzt nicht so auf die Schwerter achten, aber ich mach das glaube ich ganz gut. Ja, doch. Ich glaube, das war ganz okay, obwohl wir gut durchgereicht werden. Eigentlich wäre es doch uns gescheitest, der. Ah, der ist jetzt. Ist der ausgelaufen? Was war das? Ich würde sagen, bei sowas müsste man eigentlich schneiden. Das muss ja keiner auch sehen. Ja, wenn du so ein Teammate hast, dann bedankst du. Nee, das kommt mir, weißt du, nur so vor, oder das Leveln dieser Saison ist irgendwie schwer. Also ich habe jetzt irgendwie beim ersten Durchlauf, wo ich das versucht habe, diese Saison zu starten, ich glaube 12 Levels gemacht, aber heute noch gar keins. Also hier kann man gut Schwerter und Zeug einsammeln, das werde ich auch wieder tun. Ich glaube, ich schaffe das Event recht schnell. Ich hoffe, dass sie dann irgendwann mal ein Einsehen haben und nicht nur irgendwelche Accessoires raushauen. Das ist so arg permanent und fast schon auch, ja, was soll ich sagen? Ja. Ich komme jetzt aufs Wort nicht. Nicht permanent, was würde ich sagen? Penetrant. Das Wort habe ich gesucht. Ja, es ist fast schon penetrant, wie viel sie diese Accessoires machen. Wahrscheinlich ist es einfach zu designen. Kann man dann halt öfters ein Event machen und muss sich keine Mühe geben. Ja, keine Ahnung. Das klingt alles wie Hate Richtung Epic Games, aber ich habe da manche Dinge, sind mir einfach nicht. Ich habe das einfach. Ja, ich habe ihnen nie verziehen, dass sie das mit den Kronen gemacht haben, zum Beispiel. Ich sollte den Typen im Auge nehmen. Man hat das Gefühl gehabt, der hat nicht jetzt den Fokus. Also eingesammelt habe ich jetzt alles. Was ich ganz cool finde in dem Modus. Ich habe gelesen, ich muss im Finale hüpfen. Aber als, glaube ich, als Weekly oder Daily. Glaube ich jedenfalls, ja. Und was ich auch muss, was ich gar nicht verstehe, ich muss den Gegenstand werfen. Den Gegenstand werfen. Okay, ich bin nicht rausgeflogen. Oder zählt das als rausgeflogen? Gegenstand werfen, ja, da muss ja erstmal ein entsprechendes Spiel kommen, um das zu werfen. Ein Ei kann man werfen vielleicht, oder so diese Bälle da, aber das muss ja erstmal kommen. Ja, ich mache halt die Quests, die halt funktionieren, oder? Ich werde jetzt öfters mal Dailies machen. Ich weiß nicht, ob ich da jedes Mal eine Session draus mache, ich denke schon. Aber ich will ja schon ein bisschen weiterkommen. Keine Ahnung, vielleicht wäre es Level 50 oder so. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Meine große Hoffnung ist ja wirklich, dass am Schluss wieder ein bisschen Prestige rausgehauen wird, aber darauf verlassen möchte ich mich nicht. Die Saison wurde ja auch schon verlängert, das war letzte Saison, da wurde sie glaube ich um einen Monat verlängert oder so. Hier ist halt die Frage, ob man halt die Dinge einsammelt oder nicht, weil ich möchte mich eigentlich nicht unbedingt in der Mitte oder so aufhalten. Weil da wird man ja mit Sicherheit erschlagen, und zwar permanent erschlagen.
werde ich das, glaube ich, mal ein bisschen ignorieren. Weil ich mich ja doch eigentlich schon ein bisschen hinter diesen Deckungen aufheben möchte. Halten möchte. So dass ich das mit der Quali hinkriege. Gut. Das war jetzt anlachen. Das war jetzt anlachen. Bin ich vorne? So, davon hatte ich, habe ich jetzt auch nichts, weil Gold ist das jetzt nicht. Aber ich glaube, ich bin vorne. Ja. Süß. Handy? Keine Ahnung. Erster Platz. Yay. Also nicht nur ich, sondern auch der Trupp. Habe ich jetzt auch nicht auf lautlos gestellt, weil ich es nicht gedrückt. Oh, jetzt ist lautlos. Na gut. Reifenspringer, okay. Meinetwegen. Im Team ist es allerdings die Frage. Aber ich versuch's. Ich versuche es. Da habe ich so abgeschirmte Kopfhörer. Ich habe das nicht gehört mit dem Telefon gerade. Das ist schon krass. Ist das jetzt Music ID, oder? Das Gelb passt sogar so halbwegs zu meinem Outfit. Genau. Was wollen wir? Ich glaube, Gelb macht es wieder ganz gut. Okay. Gut, müssen wir auch mal Glück haben, dass mir das fast auf den Kopf fällt. Okay, ich geh's auf. Ich halt das. Das ist ein Schwert von He-Man. Naja, ich bemühe mich, wie ihr sehen könnt. Auch wenn es teilweise unbeholfen aussieht, aber es funktioniert. Was? Freund. So. Okidoki. Er holt das, okay. Das holt er auch. Okay. Dann sammeln wir noch ein paar Schwerter. Unser Team ist eh. Ja, wobei. Ich würde sagen, gnadenlos in Führung. Ganz so ist es aber dann nicht. Ganz so gnadenlos. Wir müssten mal ein goldenes oder sowas holen. Spawnen echt viele. Nur das hat rot bekommen. Ja, wieso hat der das Schwert jetzt nicht geholt? Okay. Das läuft doch gar nicht schlecht, oder? Was meint ihr? Könnte schon mal laden. Quatsch. Da war es jetzt gerade egal, welches ich hole. Ach komm, dann nehme ich was. Ach, schade. Da war der jetzt schneller wie ich. Er ist aber knapp noch zweiter geworden. Das war es aber insgesamt relativ knapp. Aber wir haben uns qualifiziert. Ja, so Sachen mit dem Handy, das ist halt alles live. Gut, normalerweise schalte ich schon ab, aber oh, bei Fall Guys ist das noch ein bisschen was anderes. Was soll's? Haben wir jetzt Finale, ja, oder? Was ist das eigentlich mit dieser Gruselburg? Das hatte ich jetzt noch gar nicht. Rollbahn, oh je. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Finale. Vor allen Dingen, ich bin jetzt ganz nicht ganz sicher. Einfach nur überleben als Finale oder was? Oder was? Ah, ich verstehe. Ja gut. Ich soll ja im Finale hüpfen. Ich meine, muss ich hier sowieso. Und man kann auch wieder jede Menge Schwerter einsammeln. Was ich jetzt einfach mal machen würde. Ich will ja sowieso hüpfen, also why not? Ein bisschen konzentrieren auf das, was man zu ihm essen sollte, die natürlich schon. Das ist nicht gut, da rutscht man gerne ab bei sowas. Keine gute Idee. Anders draußen. Kommt also. Ja.
Ja, von uns natürlich. Aber das wird auch kein Win. Egal. Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, ich werde jetzt hier festgehalten natürlich, weil irgend so ein Idiot natürlich jetzt meint, er müsste jetzt extra auf mich losgehen, was ja auch irgendwie Sinn macht. Also sie wollen ja gewinnen. Das war der letzte jetzt von unserem Team, der draußen ist. Aber jetzt bin ich der Obermops hier. Mopsi. Genau. Fest, genau. Lass mich aber nicht festhalten. Haha. Ich flüchte. Ich flüchte vor euch. Wenn ihr meint, ihr könnt mich festhalten, habt ihr das falsch gemeint. Fluchtmodus, Fluchtmodus. Ja, genau, halt ich hin. Ja, das sind Dudes. Nein! Ach, egal. Haben wir's ja. Ja, gut. Ich fand's trotzdem cool, weil ich habe einiges eingesammelt. Was kann man sagen? Also, ich finde eventmäßig komme ich gut weiter. Ja, danke. Ja, danke. Es passt schon. Interessiert mich jetzt nicht, dauert nicht so lang. Ich will viel lieber wissen, was hier abgeht. Oh yeah. Oh, 16.000 EP. Na gut, das ist natürlich schon amtlich. Und hier geht auch was. Uiuiui. Uiuiuiuiuiui. Da geht was. Da geht was. Ja, da müssten doch ein paar Level am Start sein. Gut, das brauche ich ja so gar keine. Aber lassen wir das. Aber ganz fertig bin ich mit dem Event noch nicht, aber 17.000 EP ist natürlich schon nicht wirklich schlecht. Den werde ich in der nächsten Session mal tragen. Habe ich Bock drauf. Aber dafür, dass ich 17.000 EP bekommen habe, sind 2,5 Level, also, aber gut, okay, was soll's.